Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Geek Talk Daily. Heute ist Mittwoch, der 20. September. Ich habe wieder 10 Technik-News für euch vorbereitet. Es geht um Pirate Bay, um PC-Wahl, um Amazon Fire HD 10, um die Amazon Apotheke, um Shure, um Gmail, um Mixed Reality, um Pokémon Go und um Apple Updates. Wir beginnen bei Pirate Bay und die haben ein interessantes neues Modell, wie sie ihre Plattform finanzieren wollen. Dort will man ab sofort anstatt Werbungen einen JavaScript-Miner installieren, der euren Prozessor dazu nutzt, um die Kryptowährung Monero zu generieren. Aufgefallen ist das Ganze vor allem darum, weil das Skript eher schlecht implementiert war und die komplette CPU-Leistung von Pirate Bay-Besuchern genutzt wurde. Würde dieses Prinzip aufgehen und der Rechnung von The Register nach, würde Pirate Bay $123.000 im Monat so generieren können. Wir kommen zu PC-Wahl in Deutschland. Da gab es ja Aufdeckungen seitens des Chaos Computer Clubs, dass es da Probleme mit der Software gibt. Der Hersteller hat offensichtlich keine ausreichenden Updates geliefert. Die Probleme gibt es weiterhin. Jetzt wurde der CCC selbst tätig und hat Updates veröffentlicht auf GitHub. Mal schauen, ob der Hersteller die Datenspende tatsächlich akzeptiert. CCC-Sprecher Linus Neumann dazu: Das größte Einfallstor für Angreifer ist nicht wirksam beseitigt. Die für den Patch benötigten Dateien befinden sich eben, wie gesagt, auf GitHub. Der Hersteller der Software PC-Wahl 10.0 versucht vor der Bundestagswahl im September 2017 hektisch und vergeblich die Update-Funktion seiner Software abzusichern. Dies geschah mehrfach hintereinander mit teils absurden Mechanismen. Wir kommen zu Amazon und die haben heute mit dem Fire HD 10 ein neues Tablet vorgestellt. Es besitzt ein 1080p Full HD Display, 32 bis 64 GB Speicher, einen Quad-Core-Prozessor, 2 GB RAM und das besonders Überraschende an dem Ganzen ist Alexa Hands-Free. Das bedeutet im Endeffekt so eine ähnliche Funktion wie Siri. Heißt, ihr könnt euer Tablet einfach ansprechen und Alexa springt an. Bisher musste eine Taste gedrückt werden. Auch überraschend der Preis des Ganzen. Es beginnt bei $179 für Nicht-Prime-Mitglieder. Prime-Mitglieder zahlen $159.99 wie auch Euro. Wir bleiben bei Amazon, kommen aber zu deren Einstieg in die Online-Apotheke mehr oder minder. Offensichtlich hat Amazon vor, einen Online-Apothekenanbieter zu kaufen, der heißt Shop-Apotheke. Aufgedeckt wurde das Ganze von der Apotheke ad hoc, einen quasi Branchendienst rund um das Thema Apotheken. Wir kommen zu Shure und die haben heute zwei relativ interessante neue Kopfhörer vorgestellt auf Bluetooth-Basis, der SE215PT und der SE212BT sollen unter anderem eigene Ohrstücke besitzen, die Geräusche abdimmen sollen, quasi Außengeräusche, haben eine Reichweite von 10 Metern, eine Akkulaufdauer von 8 Stunden. Preislich geht es bei 99 Euro los, das etwas bessere Modell kostet 139 Euro. Wir kommen zu Gmail und die haben endlich etwas integriert, was ich mir eigentlich schon lange gewünscht hätte. Im Endeffekt interpretiert die Gmail-App ab sofort Adressen und Telefonnummern, um sie in der entsprechenden App übernehmen zu können. Wir kommen zu Microsoft und die laden ein zu einem Mixed Reality Event am 3. Oktober. Dabei sollen einige der Geräte der Dritthersteller, die man in den letzten Wochen und Monaten bei diversen Messen ja schon immer wieder gesehen hat, dann auch entsprechend vorgestellt werden. Im Endeffekt möchte Microsoft ja diesen Markt auch mit Drittherstellern gemeinsam sehr, sehr stark aufmischen. Pokémon Go, spielt es noch irgendjemand von euch da draußen? Wenn ja, es gibt ein Update. Im Endeffekt bringt das vor allem eine verbesserte Suchfunktion, neue Tagebucheinträge für Raids und neue T-Shirts. Wir kommen zu Apple und da war gestern Abend Groß-Update-Tag. Wie angekündigt wurde, iOS 11, tvOS 11 und WatchOS 4 veröffentlicht. Für alle einfach normal runterladen. Ihr findet auf poughkeepsie.ch bereits einige Tutorials für die ganzen Betriebssysteme, die sind in den Shownotes gelinkt. Und ebenfalls habe ich euch verlinkt meine Artikel auf Apple Talk dazu. Da findet ihr alle Details dazu, was die neuen Betriebssysteme tatsächlich können, auch was für Voraussetzungen es gibt und wie ihr an die neue Software kommt. Stichwort iOS 11, das wird nicht überall für Freude sorgen. Zum Beispiel hat der österreichische Mobilfunkprovider 3 seine Kunden heute per SMS noch gewarnt, dass sie nicht updaten sollen. iOS 11 könnte dazu führen, dass Kunden telefonisch nicht mehr erreichbar sind. Das Problem wurde bereits an Apple gemeldet und man wartet auf ein Update. Dementsprechend, ihr dürft davon ausgehen, iOS 11.01 oder 11.1 wird nicht allzu lange auf sich warten lassen. Das ist ohne dies nichts Neues. Vielleicht erleben wir heute sogar die erste Beta. Auch das wäre ja nichts Neues in dieser Richtung. Das war's mit der heutigen Folge. Sofern ihr irgendwie Apple-User seid, wünsche ich euch einen schönen Tag beim Updaten, sofern ihr das noch nicht habt. Und wir hören uns dann morgen wieder. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.